Und da steht ein Zombie auf der Ecke. Den werden wir leider erledigen müssen. Danke, lieber Hund. Und auch ihn hier. Schwert sparen. Fass. Hol ihn dir. Go get him. Ja, fein, mein Junge, fein. Komm, wir gehen mal in Richtung Heimat. Komm rein, komm. So ist er fein. So. Na, dann komm mal her zu mir. So ist er fein. Jetzt hat er sich hingesetzt und starrt die Wand an. So. Was können wir denn weglegen? Wir können doch mit Sicherheit sowas wie Pfeile weglegen. Wir können die restlichen Knochen weglegen. Wir könnten theoretisch auch das Roten Flash weglegen. Stringtanga. Eierchens. Die Seeds werden wir jetzt aktuell auch nicht wirklich brauchen. Eisen. Ja, werden wir auf jeden Fall dann die Tage noch einsetzen. Was ich hier sehe. Cobblestone. Ja, das können wir jetzt alles mal hier lassen. Habe ich da nicht gerade Cobblestone reingeworfen? Weil mir war doch so, als hätte ich Cobblestone da reingeworfen. Nein, habe ich nicht. Die können wir mal behalten. So, was wir in jedem Falle machen werden heute ist Ausbauen des Dachbodens hier. Das ist mir alles irgendwie zu blöd, zu hässlich. Das ist mir noch zu erdig. Ich weiß nur noch nicht, womit. Nehmen wir Holz? Und wenn ja, welches? Ich denke, dieses Mal wird es auch ein helles. Also kein helles Bier, sondern ein helles Holz. Damit kann man mit Sicherheit eine Menge machen. Also zumindest kann man es ausbauen. Das sind 3 Stacks. Damit lässt sich bestimmt was basteln. Wir probieren das einfach mal. So natürlich nicht. Das ist natürlich sehr clever. Ja, ungefähr so. Decken sind ja schließlich meistens auch hell. Also machen wir uns eine helle Decke da rein. Draußen wird es hell. Das ist schon mal gut. Ups. So, und jetzt gehen wir hier Stück für Stück einfach mal durch. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen werden, was wir hier vorhaben. Haben wir jetzt natürlich noch nicht so viel erreicht. Aber das ist alles noch nicht schlimm. So, nächster. Oh,
Heute bin ich irgendwie ein bisschen schweigsam, scheint mir. Das liegt daran, dass einfach noch nichts Situationsgerechtes dabei rausgekommen ist, nicht wahr? Schwung! Wir schwingen die Axt. Und dann ist halt die Frage, machen wir das auch wieder platzsparend mit einer Leiter, diesen Aufstieg hier, oder haben wir da weniger so die Ambitionen zu? Das wird sich dann rausstellen, wenn wir dann soweit sind. Zack. Aber ich fürchte, es wird nicht reichen. Mit unseren Stacks. Rückwärts buddeln. Reverse buddling. Diggin heißt das doch, oder? Hieß das Diggin? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wie auch immer, wir werden noch Birkenholz brauchen. Davon werden wir reichlich benötigen. Denn irgendwie gefällt mir das gerade. Es ist auch relativ... ein relativ helles Holz und ich bin ein relativ doofer Holz an die Decke klatscher. Ich schmeiß dem Hund das Ding auf den Kopf. Super, das arme Tier. Das arme Tier. So. Ja, genau. Wir hängen einfach mal das Holz in die Luft. Genau, da haben wir jetzt auch richtig Spaß dran. So. Nein, es wird nicht reichen, unser Holz. Es werden 2-3 Einheiten überbleiben, die wir dann nachforsten müssen. Ich habe jetzt 55 gezählt, 52 haben wir noch. Das ist natürlich suboptimal und ebenso suboptimal ist, dass mir gerade einfällt, dass wir... da oben gar nichts haben, womit wir uns jetzt schützen können, denn da oben wird es jetzt gerade ein bisschen dunkel da drin und da sind dann natürlich die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch, dass da irgendwelche Viecher spawnen, aber das sieht auch jedenfalls schon mal schöner aus, wenn auch vielleicht eine Etage zu hoch, ach, wir werden einfach mal schauen. So, holen wir uns noch ein bisschen Birkenholz. Jetzt machen wir ein bisschen schnellere Musik, damit wir auch schneller Holz hacken. Retard aus dem Hause Nightbeat. Der Remix. Vielleicht sollten wir aber auch hier langsam aber sicher mal schließen. Zumindest so ein bisschen. Super optimal. Ja, da passiert mir offensichtlich gerade dasselbe. Ich fange an, hier Erde mit Holz zu verwechseln. Komm ich da an? Ja. So, damit hier keiner runterfällt. Das muss ja nicht sein. Was da runterfallen darf, sind Creeper, Endermänner, Zombies und Skelette. So. Oh,
Und was wir brauchen sind Setzlinge. So sieht das doch gut aus. Schwupp. Und dann setzen wir da wieder was hin. Da setzen wir was hin. So, hübsch ist es geworden. Oder auch nicht. Zack, da oben hin. Ach ja. So, meine lieben Bäumchen. Wachst, wachst, wachst. Möglichst schnell. Denn was wir brauchen ist Holz. Los, wachst. Ich werde in Kürze wieder nach euch schauen und wehe, wenn ihr dann nicht gewachsen seid. I'll be back. Oder so ähnlich. Einmal hier noch. Und einmal hier noch. So. Na, nicht ganz. Erstmal so. Return. Obwohl. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Ich glaube, wir lassen die Leiter in einem durchlaufen, oder? Oder? Nein. Nein, das lassen wir nicht. Wir werden hier eine Treppe drüber basteln. So eine einzelne. Das wäre super. Da werden wir jetzt einfach mal gucken. Müsste passen. Ich höre alle Nase lang ein Skelett und ich bin mir ziemlich sicher, dass das da oben drüber ist. Nein. Ja, so wird doch ein Schuh draus. So. Dann schnappe man sich ein paar Planks. Denke natürlich nicht daran, dass da unten drunter die Falltür ist. Also müssen wir die so offen lassen. Bist du da drunter? Nein. Also bist du oben drüber. Nun gut. Passen gerade mal überhaupt nicht auf. Das habe ich mir gedacht. Komm her. Ja, wir haben jetzt natürlich nicht aufgepasst, was das betrifft. Normalerweise müssten wir eigentlich die Decke anders ziehen. Aber das spielt ja keine Rolle, da wir das Dach eh wieder abreißen werden. Natürlich nicht unbedingt dann, wenn es dunkel wird. Was wir jetzt aber gerade, wo wir gerade im Begriff sind. Aber wir müssen das Dach eh neu aufsetzen. Denn wir haben einen Rahmen vergessen, den wir eigentlich hätten setzen müssen.
Jetzt setzen wir erstmal ein paar Fackeln hier oben hin. So, damit die Viecher nicht auf kranke Ideen kommen.